ISA 12. Hier ISA 12. Fahren Sie zur Christiniusstraße 10. Hilferuf aus dem zweiten Stock. ISA 12 fährt. Richtig. Sie da? Stecken Sie mich, ich schreie ja schon seit 10 Minuten, aber es rührt sich ja keiner. Und jetzt kann er nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Ja, jetzt sowas. Sagen Sie mal, wie haben Sie denn das überhaupt gemacht? Gar nichts gemacht. Auf ihn habe ich gedrückt, wie immer. Und auf einmal tut er runter und er steht. Sie, da müssen Sie ihn ganz ruhig verhalten. Da dürfen Sie ihn nicht bewegen. Sitzen Sie ihn lieber da hinten auf das Bankerl. So. Ja, und was ist jetzt? Dann kommt niemand. Sind die alle fort? Sie, wenn Sie mal doch auf Alarm drückten, hä? Das war ja meine erste Verhandlung. Der ist noch nicht richtig gestanden, da habe ich schon Alarm gegeben. Aber es hat ja nichts genutzt. Wenn man doch lieber die Funkstreife ruft. Jetzt rufen Sie erst einmal ein Bierlein. Der ist ja schon verantwortlich für das Haus. Tut mir leid, das kann ich nicht. Was können Sie nicht? Ich rede doch nichts mehr mit dem Birlein, seit wir den Ärger gehabt haben mit dem Keller. Wissen Sie es nicht mehr vor einem halben Jahr? Ja, aber das darf doch jetzt keine Rolle nicht spielen. Wo ich da herin sitze und kann nicht vorne und nicht zurück, das müssen Sie doch einsehen, oder? Ich habe eine Idee. Ich hole jetzt die Frau Bauer. Die redet ja noch mit Birlein. Halt, halt die Frau Lemmert. Die muss doch auch daheim sein. Was ist denn? Ja, so. Kommt's nicht? Die muss daheim sein, die wollte doch heute Nachmittag backen. Jetzt höre ich was. Ja? Grüß Gott, Frau Lehmann. Gell, möchten Sie nicht der Frau Wert einen Gefallen tun? Die sitzt im Lift und kann nicht mehr raus. Der Bierlein soll kommen. Was ist passiert? Der Aufzug ist stecken geblieben und die Frau Wert kann nicht mehr heraus. Ja, da, schau her. Ja, Freile, da geh ich gleich einmal. Was meinst du? Sie wissen doch, was für einen schlechten Kreislauf ich habe. Keinerlei Aufregung, hat der Doktor gesagt. Und jetzt muss das ausgerechnet mir passieren. Ja, jetzt regen Sie ihn noch nicht auf, davon wird es auch nicht besser. Um Gottes Willen, schon 3:30 Und um 3:45 war ich angemeldet. Beim Doktor? Ja, beim Friseur. Aber Sie wissen ja, was ist, wenn man nicht pünktlich ist, macht es leer mit. Er kommt gleich. Er hat sich schon schreien hören. Warum es keinen Alarm gegeben haben, hat er gefragt. Ja, aber das war doch das Erste, was ich gemacht habe. Wo bleibt er denn dann so lang? Na, wo bleibst du denn? Ach, grüß Gott, Frau Wert. Herr Bierlein. Ja, das schaff ich. Aber das ist jetzt schon seit langer Zeit nicht mehr passiert. Einen Moment. Drücken Sie mal nacheinander auf alle Knöpfe. Nacheinander, gell? Das Licht brennt. Das kann's nicht sein. Ich schau einmal nach die Sicherungen. Das fällt ihm jetzt ein. Jetzt, wo er herum ist. Na, ich hab's ja doch gleich gesagt, dass er nichts versteht. Wissen Sie es nicht mehr vor einem halben Jahr? Sie sagen's auch, dass in dem Haus nicht alles in Ordnung ist. Und wissen Sie, woher das kommt? Der hat ja noch nie was verstanden. Saufen tut er wie ein Loch. Was? Na, das wissen Sie gar nicht. Jedes Mal, wenn ich zum Fenster nachschaue, schickt es Annamel oder ein Peppi vor ans Eck um ein Mass. Es muss sich ja auswirken. Ich glaube auch. Der heißt nicht umsonst Bierlein. Also ich rede ja nichts mehr mit ihm. Nicht? Sei da vor einem halben Jahr im Keller. Ah! Was schreist du denn? Was passiert? Bewegt hat er sich. Was? Bewegt? Ja, freilich. Hast du das nicht gesehen? Mein Lieber, jetzt wird's mal aber 2 Jahre. Ob das der Bierlein war? Vielleicht bewegt er sich noch einmal. Nein, ich glaube, Sie rufen doch lieber an. Der kann ja jeden Mal auch nicht runterfallen. Okay, ich sag's ja. Doch, ja. Gut, wir schicken einen Wagen. Der nächste Wagen zur August-Schober-Straße. Hier ist das 12. Richtig, ISA 12. In der August-Schober-Straße 17 werden Sie erwartet. 3. Stock, Albert. Eine Hilfeleistung.
Verstanden. Die August-Schoberstraße ist Einbahnstraße. Da musst du über den Finkenplatz. Das Erste, was ich höre. Was hast du denn? Und bist du denn zu Kärnte? Also, da muss irgendwo ein Kurzer drin sein. Siegelung hat's immer wieder raus. Na und? Ist das vielleicht ein Wunder? Da steht's ja. Baujahr 1907. Ja, aber die Sicherungen sind vollkommen neu. Sie wollen sich vielleicht jetzt einen schlechten Witz machen, hä? Die Situation ist ernst genug. Na, aber die Polizei wird ja gleich da sein. Polizei? Ja, glauben Sie vielleicht, die Frau Wert kann da drin bleiben, bis der Aufzug von allein wieder geht. Ja, was will denn da Polizei? Das ist doch Sache der Feuerwehr. Feuerwehr? Dass ich nicht lache. Sehen Sie irgendwo ein Feuer, Frau Lehmert, hä? Das ist ein ganz ein altes Klump, ist das. Da gehört die Baupolizei verständigt, das ist meine Meinung. Die können Sie ruhig verständigen, da haben wir gar keine Angst. Weil erst vor 6 Wochen einer da war, der alles ganz genau angeschaut hat. Und der hat gesagt, dem Aufzug fehlt überhaupt nichts. Ja, wenn Sie mir das nicht glauben, dann... Verzeihung, aber ist bei Albert niemand da? Ja, ja, hier, hier, Herr Wachtmeister, kommen Sie nur rauf. Ich war ja schon drunten bei der Sicherung. Ich hab nachgeschaut. Die eine war hinten, da habe ich eine neue. Also, Moment mal. Also, die Sicherung ist draußen, haben Sie gesagt. Ja, die haut sich wieder. So. Da mal ruft Feuerwehr an. Feuerwehr? Das können Sie gleich da herum machen, Herr Wachtmeister. Bei der Frau Albert, da brauchen Sie erst die ganze Treppe wieder runter. Ach, sehr freundlich. Sie, das ist vielleicht schon das zweite Mal, dass wegen Ihnen bei mir telefoniert wird. Um Ihnen Geld brauchen Sie keine Angst, nicht haben. Die 40 Pfennig zahle ich Ihnen sofort. Wissen Sie, die macht nämlich gerne mal einen Schmuh, wenn man nicht aufpasst. Aber jetzt suche ich Ihnen gleich die Nummer raus. Ja, von der Feuerwehr sollte man die Nummer ja eigentlich auswendig wissen. Nicht? Amrowski, Funkstreife. In der August-Schober-Straße ist ein Fahrstuhl stecken geblieben. Ja, wenn ich es Ihnen sage, Herr Wachtmeister, glatt abgerissen war das Seil. Hm. Herrschaftszeiten, wenn ihr jetzt noch wisst, wie der Ort heißt, wo mein Neffe allerweil hinfahrt zum Skifahren. Die Dolomiten war es irgendwo. Hm. Und er hat ein Mordsglück gehabt, weil er gerade nicht drauf gesessen ist. Na und? Hat's Verletzte gegeben? Freilich hat's Verletzte gegeben. Mein Neffe hat's ja selber gesehen. Aber wissen Sie, das darf ich mich auch nicht wundern. Denn der Aufzug, der ist ja schon, der ist ja wesentlich älter wie ich. Und Sie, das ist auch nicht das erste Mal, dass er stecken bleibt. Glauben Sie nicht, dass da die Baupolizei auch einmal ein Wertel zum Mitreden hat, ja, ja. Ich geh mal schon runter und sag Bescheid. Ja, ich komm dann auch gleich. Wissen Sie, das Schlimme ist ja, ich habe einen ganz einen schlechten Kreislauf, sagt der Doktor. Ich spür's ja selber auch, wenn ich aufwache in der Früh. Also ich sag Ihnen, alles ist eingeschlafen. Wie abgestorben. Und jetzt diese Aufregung dazu. Nee, da wäre ich sauber ausschauen morgen in der Früh. Jusser Chauffeure, da wär's heute nichts mehr mit den Haaren. Ja, wissen Sie, ich war nämlich um 3:45 angemäht beim Friseur. Na, Sie wissen's ja, wenn man da nicht ganz pünktlich ist, dann macht's das Lärmädel. Da oben im dritten Stock steckt er. Aber pass bloß auf, da sind ein paar Damen oben, die reden wie ein Loch im Bauch. Isa von Isa 12. Kommen, 12. In der August-Schober-Straße ist ein Fahrstuhl stecken geblieben. Feuerwehr ist bereits eingetroffen. Wir geben abschließenden Bericht. Verstanden. Ja, wer hat noch einen Schlüssel zum Aufzugsmaschinenraum? Ich hab mir doch dabei. Ja, da gehen wir gleich runter. Ja, wo geht's denn hin? Der Aufzug wird jetzt in Handbetrieb raufgezogen, damit's wieder rauskommen da. Ist das nicht recht gefährlich? Wenn es das Seil da auch reißt. Sie wissen ja, was meinem Neffen passiert ist. Bringen Sie ihn nicht auf, der Fall wird in 2 Minuten erledigt sein. Wir werden's ja sehen. So, ich gehe jetzt auf und wenn ihr ruft, dann dreht ihr auf, aber langsam, gell? Und Sie gehen da am Brems her. Das sag ich Ihnen. Lang halt das Feld da herin nicht mehr aus. Was riecht denn da so? Da ist doch was angebrannt. Ja, schmort da vielleicht ein Kabel. Hey, das wird ja nicht mein Kuchen sein. Heiberger, hören Sie mich her? Auf geht's! Auf? Weiter. Nur auf! Nur ein Stück, 20 Zentimeter noch. Weiter. Weiter. Nur Rückgang. Halt. Halt. Mein Gott, bin ich froh. Da
da macht man vielleicht was mit. An was hat jetzt das eigentlich gelegen? Da müssen Sie den Inspektor fragen, das weiß ich nicht. Also ich sage Ihnen auch vielen Dank, Herr Wachtmeister. Ja, aber wir zwei, wir sprechen uns doch. So eine Unverschämtheit. Sie meinen wohl, wir sind blöd? Wenn Sie einen schicken, dann schaffen Sie es vielleicht noch. Was schaffe ich noch? Ja, meinen Sie, müssen nur zum Friseur? August Schoberstraße hat die Feuerwehr den Lift wieder in Ordnung gebracht. Wir sind somit wieder einsatzklar. Verstanden, Herr Sattler. Weißt du, an wen mich erinnert hat? Nee. An meine Schwägerin. Die hat genau so ein Mundwerk. Möchte wissen, wann die Luft holt. Ja. Und dabei soll man immer noch höflich sein. Hast du nicht mal gesagt, die Berliner reden so viel? Heute habe ich das bestimmt nicht gesagt. Ah. Sag mal, was ist mit dir los? Spinnst denn du? Nein, das ist bloß wegen meiner Frau. Langsam doch nicht so spät auf diesen Abend. Halt, halt! Wo willst du denn hin? Horn möchte ich, Horn! Was? Horn, Horn möchte ich! Ja. Das ist aber nett. Geh, helf mir so ein bisschen, Herr Wachtmeister. Ja, ich weiß, geht das halt schwach. So, ja, und jetzt? Ja, jetzt fahre ich heim. Ja, jetzt fahren Sie gar nicht heim. Steigen Sie ab. Ja. Sie wissen ganz genau, dass Sie in den Zustand nicht fahren dürfen. Ja, wenn ich Auto fahren darf, dann war es ein Zustand. Ich fahre mit dem Fahrrad. Das ist gleich, ob Auto oder Fahrrad. Oder wollen Sie lieber eine Anzeige, ja? Herr Wachtmeister, haben Sie doch ein Herz. Also, haben Sie doch ein Herz, Herr Wachtmeister. Schauen Sie, die paar Schritte, wo ich heim hab, gell? Und mir das Fahren heute so schwer, wo mir das Laufen so schwer fällt. Ja, also, nachher, wo wohnen Sie denn? Gleich da hinten, da hinten. Ja. Da sind 10, 20 Meter. Also gut, ich bringe ihn nach heim. Und das Radl, das schirmen wir da. Das ist aber nett. Da wird man ja heute erfreut haben, wenn mir die Polizei also, heimbringt. Grüß Gott. Na? Der Boy. Na und? Das ist mein Boy. Ah. Könnt den bitte schön wieder haben. Du weißt doch, dass du auf der Straße nicht Fußball spielen darfst, nicht? Warum gehst du nicht auf den Sportplatz oder irgendeinen anderen Platz? Da kommt doch fast nie ein Auto lang. Die Straße muss man mal zeigen, wo nie ein Auto vorbeikommt. Und im Hof? Da kommt aber der Sedlmeier und haut uns raus. Wer ist denn das, der Sedlmeier? Der Hausmeister. Ist was? Also, tut mir leid, aber auf der Straße Ball spielen ist nicht. Hier hast du deinen Ball. Da wundert man sich, dass im Fußball keinen Nachwuchs gibt. Aber den Kindern schon das Primitivste verboten wird. Ich noch ein kleiner Bub war. Da haben wir unseren Fußballplatz direkt um Dicken rum gehabt. Du weißt, wo wir gespielt haben? Nein. Auf der Straße natürlich. Wir waren allerdings nicht so blöd, dass wir uns von einer Schande erwischen haben lassen. Oh mein Gott, das waren noch Zeiten. Dafür bist du heute selber Schande. Und was glaubst du, mein Josch? Der darf selber nur am liebsten auf der Straße spielen. Aber ich muss ihm das natürlich verbieten. Weil die Leute in der Straße, die kennen uns natürlich. Ja, das ist egal. Na, dann fahren wir eben, komm. Dieser 12 steht Maria Hilfplatz. Dieser 8, sind Sie wieder klar? Wir warten noch auf das Unfallkommando. Richtig. Dieser 4? Noch nicht wieder einsatzbereit. Also gut, Dieser 12, fahren Sie Königinstraße. Bei der Tierklinik werden Sie erwartet. Eine Hilfeleistung. Verstanden. Na, das wäre ja nicht die erste Hilfeleistung heute. Axel, kommen Sie doch mal her. Frau. Axel, wissen Sie, dass wir jetzt genau seit 4 Minuten auf Hilfe warten? Ich habe jedenfalls angerufen. Na und? Sie sehen doch. Das ist, auf jeden Fall ist das nicht meine Schuld. Aber Ihre Schuld ist, dass das Händchen weg ist. Nein. Da kommen Sie. Wie bitte? Der Funkstreife. Brenner ist gut. Was ist denn da los? Hänschen ist weg. Hänschen? Der Hund von der Gegenfrau. Ich verstehe noch nicht. Grüß Gott, meine Herren, stellen Sie sich vor, Hänschen ist ausgerissen. Ach, Hänschen ist Ihr Hund? Ja, natürlich. Er hat jeden Tag zwischen 2:30 seinen Auslauf und heute ist er einfach entwischt. Ja, haben Sie denn nicht an der Leine gehabt? An der Leine kann er nicht. Was? Was kann er nicht? An der Leine kann er nicht machen, verstehen Sie? Ach so. Da sollen wir jetzt ein Hänschen suchen. Wir haben beinahe 5 Minuten auf Sie gewartet. Naja, wir waren ein bisschen weiter weg und das gehört ja nicht zu unserem Revier, ne? Also das vielleicht. Hänschen! 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 Wann hast du das Ding ein Hänschen allein erwischt?
Das Viech, das bringe ich noch mal um. Geh weiter, Damen, wir fahren wieder. Auf Wiedersehen. Bitte 12. In der Königinstraße ist einer Dame ihr Hänschen entlaufen. Der Hund der gnädigen Frau. Das Tier hat sich wieder eingefunden. Richtig, Isa 12. Fahren Sie dann zur St. Johannsa-Straße. In der Tankstelle befindet sich der kleine Junge, der von zu Hause weggelaufen ist. Der Junge ist abzuliefern in der Haberlandstraße 12. Verstanden. Was denn für ein Bube? Ah, wie du vorhin noch beim Aufzug warst, da haben sie durchgegeben, dass ein 3-jähriger Junge mit seinem Hund von zu Hause abgehauen ist. Die Eltern haben die Polizei benachrichtigt. Erster Hund, jetzt ein Bub und wieder ein Hund. Also fahrt's hier. Mit. Ich hab mir meinen Raum eingeschlossen, damit er nicht wieder entwischt. So, wo haben Sie ihn denn gefunden? Ich hab einen großen Hund gesehen. Wie ich genauer hinschaue, dann geht hinter dem Hund ein kleiner Bub nach. Na, und ganz fest hat er sich eingehalten. Der Hund geht größer als der Bub selber. Wenn eine Frage, wo er hin will, dann sagt er spazieren. Ich hab dann bei der Polizei nachgefragt, wo ein Kind fehlt. Und tatsächlich. Da wollen wir uns den Ausreißer mal ansehen. Ne? Da ist er drin. So. Da. Na, komm mal her. Na, also, komm schon her. Na, komm mal her. Na, komm schon. Wie heißt du denn, hä? Stefan. Stefan heißt du. Stefan. Weißt du auch, was du wohnst? Willst du mit uns Auto fahren? Also komm, da fahren wir. Wir werden den Eltern ihre Adresse geben, damit sie sich bedanken können. Na, ich hab selber einen Puh, ich weiß schon, wie das ist. Also, wieder schauen. Komm, Stefan, komm. Hier. Isa 12 auf dem Weg zur Haberlandstraße. Richtig. Haben Sie die Eltern verständigt? Die Mutter erwartet Sie bereits. Richtig. Hast du auch schon mal telefoniert, hä? Ja? Hat dein Vater auch ein Auto? Ja. Ja? Hat der auch ein Telefon drin? Ja? Ja. Na, das ist ja fein. Ja. Hast du noch eine Schwester oder einen Bruder? An dir. So, wenn ich bitten durfte. Ja. Ist der Kleine immer so unternehmungslustig? Nein, er ist noch nie weggelaufen. Vielleicht hat ihn der Hund verzogen. Der Bursche war ja noch mein einziger Trost, als ich gemerkt habe, dass der auch weg ist. Der Bursche ist mit dem Stefan zusammen aufgewachsen und lässt ihn nie aus den Augen. Tankwart hat das Pärchen gesichtet. Kann ich vielleicht die Adresse haben? Ich möchte gern. Ja, das war die Tankstelle in der St. Johannsestraße. Da wird mein Mann nachher gleich vorbeifahren, wenn er nach Hause kommt. Und kann ich Ihnen vielleicht irgendeinen Gefallen tun? Ja. Indem sie ein bisschen besser auf ihre zwei da aufpassen. Also dann für Gott. Da können Sie sicher sein. Und noch vielen Dank. Ja, bitteschön. Isa von 12, wir haben das Kind und den Hund in der Haberlandstraße abgegeben und sind wieder einsatzklar. Richtig. Ja, das war doch was für die, Mann, ja? Ja, das mit dem Hund, der Hund. Ah, von Hunden habe ich heute die Nase voll. Du, jetzt reicht's mal, gell? Vielleicht kannst du schon bald einmal verraten, was mit dir heute überhaupt los ist. Ja, das ist wegen meiner Frau. Wieso? Ich stunk daran. Was, im Gegenteil. Aber die fühlt sich nicht wohl. Die ist nicht richtig auf dem Posten, weißt du? Das geht schon eine ganze Weile so. Ja, wieso? Ist krank? Na, krank kann man auch nicht sagen. Habst du denn keinen Doktor, den du fragen kannst? Die geht auch zu keinem Arzt. Die sagt, ich gehe ja auch nicht, wenn ich krank bin. Ja, das kenne ich ja. Du, halt einmal. Was denn? Da siehst du das Telefonhäusl. Da rufst du mal oder? Ja, ist ja der Zeit bis nachher. Was, jetzt halt einmal? Ja, und jetzt rufst du. Du bist wenigstens beruhigt. Thank you.
Ja, und? Da meldet sich keiner. Vielleicht ist es nicht daheim. Nee, ich hab das Gefühl, dass was passiert. Bleib du am Wagen. Soll ich den Kleber mit aufgehen? Was passiert? Du hast du weg? Ich habe angerufen. Ist niemand rangegangen? Ja, ich war beim Arzt. Ja, was hat er gesagt? Ist schlimm? Oh, ich find's eigentlich nicht so schlimm. Wieso war das? Nein. Im Ernst? Alois! Ja? Komm mal rauf, aber schnell! Sag mal, haben wir nicht noch eine Flasche Sekt gehabt? Aber du hast doch noch Dienst. Na, wenn das kein Grund ist, machen wir mal Alois auf. Mhm. Grüß Gott, was ist denn los? Alois! Stell dir vor, ich werde Vater! Aber Herbert, doch nicht mit den Gläsern!